Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde der Planet Crafter. Wir sind immer noch im Law and Automation Update. Das ist ja das letzte Update, ihr kennt das. Das ist nichts Neues mehr. Und wir haben gestern die Folge beendet, indem wir den Baumsamenstreuer gebaut haben. Mitten in der Wüste. Er hat das den Itera-Baumsamen drin, den wir gefunden haben, ich glaube, in diesem Frack hier oben. Ja, in diesem Frack haben wir gestern auch den versteckten Kontrollraum gefunden. Und ich habe mir gedacht, während die Bäume jetzt hier unten wachsen, machen wir einfach mal noch eine Runde durchs Gelände. Wir haben noch nicht alle Biome besucht, seitdem das Update raus ist. Und da wollen wir mal schauen, ob es noch weitere Änderungen gibt. Wir werden uns auf jeden Fall noch das Frack anschauen, was... Ich schau bloß mal nach. Ja, ich habe noch was zu essen dabei, sehr gut. Und wir werden uns nochmal das Frack anschauen, was in der Nähe unseres Startpunktes liegt, dort oben am Berg. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hinten lang und hier müsste es dann irgendwo hochgehen und dann machen wir dort weiter. Den abgestürzten Satelliten kennen wir. Da waren wir ja vor kurzem erst, als wir hier hinten dann die Höhle mit der Superlegierung gefunden haben, wer sich daran erinnert. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mal hier hoch. Was ist das? Ui, oh. Das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, dass uns hier kein Unglück ereilt, dass wir hier irgendwo aus der Map rausfliegen. Es ist nach wie vor... Oh, guck mal, hier schwebt auch was in der Luft. Es ist nach wie vor eine nicht fertige Version, ja, das Spiel... Deshalb kann da noch viel nicht in Ordnung sein. Wir schauen mal. So, hier hinten habe ich gesehen, da ist... Auch hier könnte man noch wahnsinnig viel hinbauen, oder? Wo ist man hier? Ach, da unten ist, glaube ich, da hinten ist das Schwefelgebiet. Genau, hier oberhalb sind wir jetzt. Aber hier waren wir auf jeden Fall schon mal, denn vor langer Zeit. Denn da oben ist ein Stück Basis von mir. Ja, definitiv von mir. Das brauchen wir ja zum Glück nicht mehr. Wir können inzwischen frei atmen. Und was ich aber spannend finde, ist, dass es da unten auch noch weitergeht. Da liegt noch was. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das schon vorhanden war, als ich hier war. Und ja, was machen wir da, wenn wir es nicht wissen? Wir gucken es uns einfach an. Es gibt auch noch eine ganze Menge Rohstoffe. Das ist wunderbar. Ja, hier geht es erstmal nicht rein. Da hinten geht es nochmal rum. Okay, ist bloß ein kleiner Stein, da kommen wir wieder hier raus. Okay. Mir scheint es nirgends reinzugehen in dieses Wrack. Da ist noch eine blaue Kiste, die kenne ich bestimmt schon. Wobei ich kann mal gucken, ob man diese Türen hier... Doch, es geht rein. Gut, ganz kurz die blaue Kiste hier oben, weil ich sie gerade gesehen habe. Okay. Kennen wir die nicht? Ich nehme es mal mit. Möglicherweise ist das neu. Waren wir doch nie und nimmer drin. Macht nichts. Dann gehen wir jetzt rein. Okay, schau an. Das kann ich nicht wegräumen. Die Truhe könnte ich wegräumen. Aber vielleicht gucke ich erstmal, ob ich hier hochgehen kann. Und ob hier oben irgendwas ist. Nein. So. Wenn ich Trümmer wegräumen kann, dann mache ich das halt. Welche waren es denn jetzt? Wo sind sie denn hin?
Jetzt bin ich auf Zerstören. So, Regentrümmer. Ah, da hinten. Ah. Aha. Okay. Heizung Stufe 3 können wir hier zerlegen und dann definitiv neu bauen. Da kriegt man eine ganze Menge Rohstoffe für die Heizung, okay. Das merken wir uns mal vor, die nehme ich jetzt nicht auseinander. Jetzt komme ich, oh doch, da war was. Verdammt, bin wieder weg. War doch gerade was. Ja, wir gucken jetzt einfach weiter um. Hier wollen wir auch wieder zerlegen Lagerkiste. Eine Lagerkiste würde ich doch aber erstmal öffnen, bevor ich sie zerlege. Na, das gucken wir uns gleich noch an. Was ist hier drin? Hier ist nichts. Ist das eine Lagerkiste, die man zerlegen kann? Nein, ne? Zerlegen Sonnenkollektor. Okay. Ach, pass mal auf. Gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier rüber. Guck mal einer an. Hinten geht's weiter. Was hat er denn hier? Auch eine ganze Menge spannender Sachen, die nehme ich mit. Das ist natürlich jetzt viel Material schon wieder. Inventar schon wieder voll. So, ist das okay, hier hinten runter zu gehen? Klar ist das okay. Wenn man nicht so ängstlich. Das ist schon wieder die nächste Kiste. Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Mal wieder. Oder wir müssen mehrfach hinten reingehen. Also die Sachen kann ich hier lassen. Mikrochip habe ich so viele. Ich nehme auf jeden Fall mal den mit. Da gehen nämlich auch mit. Und die Sachen. So. Den Rest finde ich dann schon auch irgendwann nochmal wieder. Wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, das nächste Update kommt und ich denke, ach, warst du ja schon. Dann finden wir das alles wieder. So, was haben wir denn? Ach, jetzt kommen wir hier rein. Von hier sind wir jetzt drin. Alles klar. Das sind die Sonnenkollektoren. Die bringen uns auch auf jeden Fall eine ganze Menge Rohstoffe. Und guckt mal hier, Dünger, Osmium. Eieiei, mein Wasser geht zur Neige. Ich muss mir mal eingewöhnen, Wasser mitzunehmen. Orema-Pflanze lässt mein Handy. Das können wir hier lassen. Und Nullnasamen. Dafür können wir noch irgendwas mitnehmen. So. Gut, voll. Trotzdem, ich bleib gleich hier unten. Ich schaue mir das weiter an. Sonnenkollektoren. Da ist ja fast zu überlegen, ob ich hier draußen eine neue Basis aufbaue mit den ganzen Teilen, die ich hier finde. Mal gucken, hier geht es noch weiter rein. Ne, das müsste jetzt alles gewesen sein. Oh, da geht's hoch. Da geht's auch nochmal rein. Ach herrje, guck dir das an. Kannst du nicht zerlegen. Okay. Aber hier kommst du wieder zurück und hier kommst du raus. Was haben wir denn hier? Haben wir nicht immer genug Eisen für einen Schrank dabei? Das ist natürlich schwach. Ich könnte hier voll machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo Wasser finde. Schlechter Platz für eine Basis, wo es kein Wasser gibt.
Raketentriebwerke, meine Güte, das Gebiet haben wir aber entweder schlecht erkundet oder das ist tatsächlich neu hinzugekommen, was wir hier gefunden haben. Guck mal, hier ist eine Höhle. Warnung, Hydration Level. Das ist ein Osmium. Schwefel. Osmium. Pulsar Quartz. So, jetzt wird es aber wirklich kritisch. Du bist hier reingeflogen, kommst nicht mehr raus. Gibt's keinen Ausgang. Gut. Oder auch nicht. Genau genommen habe ich mich jetzt in eine unmögliche Situation manövriert. Kein Wasser drinne. Da unten gibt es auch kein Wasser. Das Schwefelgebiet. Gut, dann müssen wir jetzt versuchen, durch die Iridiumhöhle hinten ist, glaube ich, auch ein Durchgang, ja. Aber da weiß ich jetzt nicht, wo ich hinkomme. Uiuiuiui. Geschafft, geschafft. Hier gibt's Wasser. Ich glaube, ich muss mir, wie gesagt, in Zukunft Wasser mitnehmen. Und die Bohne kannst du auch gleich essen. Und dann gehen wir zurück zur Basis, packen aus. Das Wrack da oben wollte ich mir auch nochmal anschauen. Möglicherweise hat er da auch was geändert. Und dann hatte ich auf jeden Fall noch vor, mal zu den Koordinaten zu fliegen, die wir gefunden haben bei dem Schrein, wo wir hier den Schlüssel der Wächter gefunden haben. So. Zuerst mal das und dann können wir hier ausladen. Was haben wir denn? Mutagen. Tauschen wir gegen eine Wasserflasche, so, perfekt. Und schauen wir mal. Weißt du, ein bisschen Schwefel kannst du auch hier oben lassen, wenn du was bauen musst. Dünger herstellen musst oder sowas. Die Bakterienprobe. Die seltene Larve, da könnten wir eigentlich einen neuen Schmetterling aufbauen. Oh, haben wir letztens schon gemacht. Schmetterlings-Aemel-Larve. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Wunderbar. Was braucht man? Seltene Larve, Mutagen und Dünger. Haben wir doch. Also, Dünger haben wir. Haben wir auch noch Mutagen? Mutagen haben wir gerade nicht. Dann müssen wir es uns herstellen. Das stellen wir uns her aus einer Bakterienprobe. Und irgendwas, was wir nicht haben. Methan und Schwefel. Auch mal Methan. Haben wir aber hier draußen. Kein Problem. Ist jetzt auch richtig schön zugewachsen, die ganzen Generatoren und die Heizkörper. Ne, da ist eine Etage zu hoch. Und da können wir uns Mutagen herstellen. So, Mutagen, Dünger, seltene Larve haben wir hier. Und dann legen wir los. Die müssen wir jetzt natürlich irgendwo reinbasteln, die Larve. Da komme ich dann zu meinem Plan von gestern oder vorgestern, als ich sagte, wir wollen uns noch einen Schmetterlingsdom bauen. Das machen wir aber, wie gesagt, an der anderen Basis. Was bräuchte man denn dafür? Dünger, Baumrinde. Naja, nichts leichter als das. Dünger 1 und 2 und Baumrinde kriegen wir unten.
vorbeigerannt. Eigentlich die Lampen ran? Ne, gut. Gut, hier können wir den da nirgends dran bauen. Eine gemeine Larve. Was ich aber eventuell noch brauche, ist dann Eisen. Was brauchen wir hier für Wohnabteil, Eisen und Titan? Ich kann natürlich gucken, ein großes Wohnmodul. Nö, kleines reicht. Ein großes bräuchte jetzt 2 Eisen, 3 Titan. Das wird es da reinkriegen. 2 Eisen und 3 Titan. Gut. Achso, da brauchst du auch noch eine Tür. Ohne Tür kommst du dann nicht mehr rein. Sammelst da drüben die Rohstoffe. Und da geht so rüber zum Wasserfall. Ja, hier haben wir ein großes Wohnabteil. Und hier haben wir nämlich die Schmetterlingskuppel. Und ich habe mir überlegt, wenn wir hier irgendwie noch erweitern. Eine Schmetterlingskuppel. Ich könnte entweder mit einem kleinen Wohnabteil, ich könnte versuchen, ein großes Wohnabteil hier reinzubasteln. Kriegt man das hier angesnappt? Angedockt geht nicht. Haben wir schon runter? Nein. Großes Wohnabteil kriegt man hier nicht hin. Hier oben wird man es hinkriegen. Hier unten nicht. Gut. Dann schauen wir mal nach einem kleinen Wohnabteil. Da hast du es aber wieder. Hast du komische. So, hier können wir nicht anbauen. Das wäre jetzt ein guter Plan gewesen, hier einfach einen Weg, hier die Basis nach hier zu verlängern. Den Eingang. Jetzt könnte ich den hier hin machen. Wie sieht das jetzt von innen aus? Komisch, weil jetzt hier offen ist. Müsste ich den Tisch versetzen. Das macht aber nichts. Und dann könnte ich die Schmetterlingskuppel hier dran bauen. Könnte ich, wenn ich sie da dran bauen könnte. Das, hier geht es dann hier ran. Und hier muss ich sie da erst drehen. Geht's denn hier ran? Ne? Ist da der Felsen im Weg? Müsste ich sie oben dran bauen? Kann ich sie oben dran bauen? Geht auch nicht. Und hier kann ich sie da dran bauen. Geht auch aus irgendeinem Grund nicht. Gut. Nicht gut. Uns erstmal das Wohnmodul zurück. Na, jetzt kannst du natürlich die Basis nur noch hässlich verbasteln. Wenn ich hier das Wohnmodul dran bauen würde und dann dort oben die Schmetterlingskuppel, entweder dort oder dort. Da lässt er sie mich nicht anbauen. Doch, jetzt. Hier unten lässt er sie mich nie anbauen. Vielleicht habe ich das nie richtig gemacht. Was hast du hier? Ungewöhnliche Larve. Ach, sieht das schön aus. Ja, aber ich will doch jetzt hier nicht mitten in die... in die Landschaft. Wenn ich sie hier hinten ansnappe. Dann müsste ich mal gucken, dass ich so ein Fundament hier drunter bastel. Geht das? Kann kein Fundament hier drunter bauen. Hier könnte ich es drunter bauen.
sieht jetzt nie so übermäßig doll aus. Wobei, hier kriege ich auch ein ganz normales Wohnmodul rein, notfalls. Dann nehmen wir das Fundament wieder weg. Als erstes gehst du mal nach oben. So. Und sorgst dafür, dass der Schmetterling fliegen kann. Wo hast du denn den? Hier. Auch sehr schön. Sehr schön. Dann nimmst du die andere Larve gleich noch mit rein. So. Wunderschön. Wunderschön sieht's aus. So lassen wir das. Ja, den Unterbau, das müssen wir uns noch angucken, wie wir das machen. Also jetzt bist du oben, das wolltest du nicht, du wolltest runter, aber macht nichts, da kannst du gleich mal Wasser holen. Ey, wie dicht hier die Bäume schon sind, ne? Hoch. Titan und Eisen wäre gut, da können wir Wohnmodule bauen. Und Türen müssen wir auch noch bauen. Gut, Titan hast du genug, jetzt brauchst du nur noch Eisen. Da hat er uns ja zum Glück genug in die Landschaft gelegt. Man muss es nur finden vor lauter Vegetation. Zwei Plätze hast du noch, die machst du voll. Halb voll läufst du ja nicht durch die Gegend. Da ist eine blaue Kiste, kennen wir die schon? Ist auch nicht, dass ich die blaue Kiste schon die ganze Zeit übersehen habe. Es ist nie wahr. Ach Leute. Dann nehmen wir halt erstmal einen Teil davon mit. Bin ich denn jetzt? Das ist der Durchgang hier rüber. Zu diesem Biom. Das Biom kennen wir ja. Bin doch hier definitiv schon mal durchgelatscht, oder? Die blaue Kiste neu, oder? Vielleicht war auch einfach mein Inventar voll. Ja, da habe ich mir eine ganz schöne Aufgabe gemacht, da hochzukommen jedes Mal. Vielleicht sollte ich hier außen eine Treppe runterbauen. Aber wie sieht das denn aus? Mit Fundamentrastern. Apropos Fundamentraster. Eieiei. Guck mal, wo die Wohnabteile, kannst du nichts drunter setzen. Hast du. Kannst du hinten anbauen. Ja, naja. Hier kannst du eins drunter setzen. Hier kannst du anbauen, das willst du aber eigentlich gar nicht. Das setzt du mal drunter. Und dann noch eins geht nämlich hier nicht dran, ne? Da vorne geht's weiter. Dort könnte man weiterbauen hier. Gut, Fundamentraster. Kannst du das ja wenigstens platzieren? Könntest du den Fundamentraster platzieren? Ein schwebendes Fundamentraster, na toll. Da kriegst du es nicht hin. Da kriegst du es hin. Na, dort willst du es ja eigentlich nie hinbauen. Ja. Da kriegst du es auch nie hin. Ja, schön ist anders.
Ja, ein Star-Konstrukteurwerk soll nicht mehr werden. Da könnte ich das zumindest ein Stück nach draußen versetzen. Ich leg's mal innen lang. Na, hier komme ich schon nicht mehr ran. Naja, so hat es zumindest den Anschein, dass es nie ganz in der Luft schwebt. Den Tisch könnten wir umsetzen, das ist klar. Was haben wir jetzt noch hier? Eine ganze Menge Rohstoffe. Die, ach ja, jetzt doch alles da gehabt. Guck mal, hast du noch eine Larve? Eine gemeine und noch eine Penga-Larve. Schau mal einer an. Und da hast du Wasser. Hm. Ziemlich verwurstelt das ganze Inventar. So, was haben wir denn jetzt gemacht? Jetzt muss ich erstmal aus dem Fenster gucken. Gut, diesen Platz aufsuchen, wo wir denn die Koordinaten aufzusuchen, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir morgen vielleicht oder übermorgen, je nachdem, was noch alles dazwischen kommt. Heute würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück und schauen uns an. Wieso liegt jetzt hier eine Larve mitten in der Basis? Achso, hier hätte ich schon mal eine Tür reinbauen können. Kannst du jetzt nicht mehr bauen, weil du kein Material mehr hast. Perfekt. Wir gucken uns nochmal drüben an die Bäume, die wir gepflanzt haben in der Wüste. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Da fliegen wir nochmal zurück, beziehungsweise brauchen nicht zurückfliegen, wir können zurück teleportieren. Nehmen wir da gleich noch was mit an Material, was wir hier nicht brauchen. Das können wir mitnehmen. Zeolit haben wir eigentlich drüben genug. Nehmen wir trotzdem mit. Was haben wir hier noch? Nehmen wir das mit. Pulsarquarze hast du hier auch. Raketen. Oh Gott. Ist ja alles. Mikrochips, weißt du gar nicht wohin damit. Ich will das Inventar über Schwefel, kannst du mitnehmen, kannst du drüben auch gebrauchen. Gut. Da sind wir wieder. Ja, eine goldene Kiste müssen wir noch finden. Muss irgendwo eine neue goldene Kiste existieren. Gibt es erstmal eine Bohne. Die können wir auch gleich essen. Ja, jetzt hängst du fest. Bakterienproben. War am Anfang sehr knapp, das Zeolit. Jetzt haben wir eine ganze Menge inzwischen davon zusammengesammelt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch eine Ecke für das ganze Pulsarquarz haben. Ich kann es beim Eis mit reinhauen. Ich glaube, den Rest habe ich ja drüben, ne? Ja, ah, da hätte es auch reingepasst. Merkt ihr was? Das hauen wir hier rein. Wo ist der Schrank mit den Stäben? Ich wollte irgendwann mal die Dinger umbauen, hier die Bohrer, damit es hier draußen hübsch aussieht. Haben wir noch nie gemacht. Müssen wir noch machen. Ich
Gucken wir, ob ich hier Osmium kann ich eins reinpacken. Na gut, und dann baue ich die drei Dinger noch da rein. Läuft. So, wir schauen uns noch mal hier an, wie es vorwärts geht. Denn wir haben jetzt Insekten ja doch eine ganze Menge. Das haben wir noch mal gesteigert. Die Insektenrakete können wir noch nie bauen, ne? Gucken wir noch mal. Luftdruck. Das dauert noch eine ganze Weile, bis wir den Erzextraktor Stufe 3 haben. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Und hier oben fehlt uns auch noch ein bisschen was. Nitrationsniveau niedrig. Ja. Ja, ja. Osmiumstab. Pulsarquarz. Das brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Und die Kernfusionsbrennstoffzelle. Die wird natürlich spannend. Die kriegen wir auch noch irgendwann. Ja, genau. Die Insekten müssen wir nach vorn bringen. Die Lioxlarve, die haben wir ja schon. Die Aemellarve, die hat man jetzt neu entdeckt. Schmetterlingsform, das dauert noch eine ganze Weile. Also eigentlich brauchen wir auch Pflanzen. Und die Obenheizung Tier 5, da brauchen wir Biomasse insgesamt. Ja, das geht dann schon vorwärts. Gut, wunderbar. Dann gehen wir einen Schluck trinken. Und dann machen wir nochmal rüber in die Wüste. Da gucken wir uns an, wie unsere Bäume gewachsen sind, die wir dort gepflanzt haben. Ja, man sieht zumindest, dass da eine ganze Menge Bäume stehen. Ich glaube, der Baumtyp passt nicht so ganz in die Wüste, oder? Das ist doch eher ein Baumtyp, der in ein Feuchtgebiet passt. Schau euch mal die Baumwurzeln an, hier die vermoosten. Sind das die Bäume, die wir schon drüben haben? Vielleicht sollte ich dann noch mal gucken, dass ich die austausche. Terra-Samen. Wie viel Prozent? 100% Wachstum, okay. Sieht ja grundsätzlich schön aus, aber vielleicht sollte man dann lieber sowas hier drüben, so dieses komische Hartlaubgewächs, was da ist, vielleicht austauschen. Vielleicht passt das ja besser in die Wüste. Das Ding hier. Sieht das eher nach einer Wüstenpflanze aus? Aber nee, das ist keine Terra, das ist ein anderer. Leos ist das. Das sieht auch hübsch aus. Ja. Die Palmen könnten wir in die Wüste pflanzen. Das sähe vielleicht in der Wüste besser aus. Oder die hier, diese ganz... Das ist doch eher eine Pflanze, die in der Wüste wächst, oder? Wo ist denn der zugehörige Baumsamenstreuer? Das sind Baumsamenstreuer Tier 2. Elegea. Das machen wir noch schnell. Wir wechseln den Baumsamen und dann bin ich der Meinung, dass ich auch den Tier 2 Streuer, wo gerade die Elegea drin war, durch einen Tier 3 Streuer ersetze. Denn die Bäume, die passen wirklich eher in so grünes Biom. Man findet auch gleich gar nicht mehr den Weg, ne? Wie dicht das hier ist. Ist das herrlich. Hat er schön gemacht. So, den raus, den rein. Dann muss er natürlich nochmal von vorne wachsen. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, wie es aussieht.
Man wird nie fertig. Man hat immer was zu tun. Das ist das Schöne hier dran. Wo ist er denn jetzt? Das ist doch ein anderer, richtig? Ja, was hat er hier? Umelora. Auch das könnte in der Wüste wachsen, wobei das schon eher nach grün aussieht. Den hier. Genau, den zerlegen wir. Und dann gucken wir mal, was wir bräuchten für einen großen. Da brauchen wir nur noch einen Stufe 2 Dünger. Ja, den haben wir doch. Die Bohne schon wieder ausgewachsen? Nein. Oh. Doch, ja, meins ist da. Geht los. Den räumen wir auch ein kleines Stückchen weiter weg. Vielleicht hier so hin. Und dann gucken wir uns das morgen an, wie das aussieht. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, bleiben wir gleich hier stehen, dass wir uns morgen dran erinnern, was wir machen wollten, wo wir waren. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.